Moin und herzlich willkommen bei The Flying Dutchman. Heute mal bei uns zu Hause aus dem Garten. Und ich hatte ja unlängst mal eine Power Queen Batterie vorgestellt, weil ich damit unsere Gartengeräte quasi mit, ja, PV-Strom versorgen wollte. Und ich zeige euch mal, wie das aktuell ausschaut. Ja, das ist hier die Gartenhütte, wo das reinkommt. Da sind noch irgendwie Reste vom Meerschweinchen. Also, naja. Genau, der Rasenmäher steht schon hier. Hier seht ihr schon mal, was versorgt werden will. Nämlich, ja, vier Rasenmäher-Akkus und dann noch mal einmal eine Einzelladestation. Und aktuell habe ich das einfach mal provisorisch, ne? Ihr kennt das. Nichts hält länger als ein Provisorium. Hier unter ein, ja, altes Solarpanel von meinem Auto gestellt. Und da hinten sieht man noch so ein bisschen ganz in der Ecke den MPPT-Lader von Power Queen. Ja. Ja, und das muss natürlich jetzt in Schick, weil es hält zwar nichts länger als sein Provisorium, aber so ist das natürlich kein Zustand. Außerdem ist unsere Hütte da nicht unbedingt hundertprozentig wasserfest und deswegen zeige ich euch mal, was ich da vorhabe. Ja, und das hier sind meine ersten Entwurfsversuche. Das heißt, das Ganze soll irgendwie ein Kasten werden. Mit der Möglichkeit, ne, wie man das hier sieht, vielleicht zwei oder drei Batterien da reinzupacken. Und naja, das war mir dann alles etwas zu hoch mit einer Schublade und so. Und dann bin ich halt hier drauf gekommen, ne? Hier ein Abteil für den Wechselrichter, dann ein Abteil für MPPT-Ladegeräte und Platz für zwei Batterien. Und so soll das Ganze von vorne aussehen. Ja, eine kleine Schnittliste hier. Ja, und den aktuellen Stand. Dafür gehe ich einmal aus dem Garten raus. Das muss ich euch einmal kurz zeigen, wo es nicht so nass ist. Ja, ne, ich habe hier so einen einfachen Lochbohrer und da habe ich hier schon mal Steckdosen, ne, reingepackt. Ja, das geht auch schon mal ganz gut so. Und weiter geht's hier mit einem Loch für die Fernbedienung vom Wechselrichter. Sehr, sehr, sehr viel später. Ja, elektrisch ist das ganze Ding jetzt fertig und ich zeige euch mal, wie das jetzt ausschaut. Ja, ich habe mir gedacht, ich teile das Ganze in jeweils drei Bereiche, nämlich einmal hier einen 230 Volt Bereich, wo zum Beispiel hier jetzt der Inverter hängt, beziehungsweise wo der jetzt der Wechselrichter hängt. Dann gibt es hier einen DC-Bereich und zwar hier mit einem kleinen, na, da, 7515 Smart Solar von Victron, den hatte ich noch über. Und hier der, ja, MPPT-Regler von Power Queen, 100 Volt und 300 Ampere. Und hier unten drunter nochmal im Plusbereich die Sicherung. Hier 125 Ampere für den Wechselrichter, dann einmal 30 Ampere für den Victron. Und 40 Ampere für den Power Queen. Ja, und das Ganze ist dann auch nochmal hier abgesichert. Das sind die Sicherungen für die Batterien. Ein kleiner Shunt ist ja auch noch drin. Und hier eine DC-Verteilung für so ein bisschen ja, USB-Power. Und die läuft hier über den Power Queen MPPT-Charger, der einen Lastausgang hat. Hat der kleine Victron zwar auch, aber der hier kann mehr. Deswegen lassen wir das so gut. Das ist so die Idee dahinter. Dann können wir jetzt mal zumachen hier. Weil damit bin ich fertig. So. Und die beiden Fächer hier, einmal oben, einmal unten, die sind für die Batterien. Ich werde erstmal nur die obere. Das obere Fach ja, bestücken und zwar mit dem Power Queen Akku, den ihr ja schon mal in dem Video gesehen habt. Ja, falls ihr euch wundern solltet, ne, die Kabel hier sind mit 10 Quadrat vielleicht etwas unterdimensioniert, allerdings werden hier auch nicht so hohe Ströme eigentlich fließen und mit 10 Quadrat Millimeter bin ich auch immer noch relativ safe. Ich habe nur irgendwie einen relativ kleinen Spannungsverlust, ne, das ist, wie man das hier sieht, ne, das sind relativ kurze Kabel, nur einen kleinen Spannungsverlust von ungefähr 0,2 Volt. Und ja,
Da ich sowieso meistens nicht maximal auf 1200 Watt hier von dem Inverter gehen werde, sollte das auch kein Riesenproblem sein. Ja, der Grund, warum ich das hier so ein bisschen modular gemacht habe, ist, dass ich so immer noch die Möglichkeit habe, hier zum Beispiel den MPPT-Regler durch einen größeren zu ersetzen. Sollte das mal wirklich notwendig sein, und das Ganze gilt auch hier für den Wechselrichter, da sollte genug Platz drin sein, dass da auch ja mit einem 3000 Watt Wechselrichter gearbeitet werden kann. Und hier unten, ne, ist noch eine Lücke, beziehungsweise ein bisschen ja Platz. Da kommt noch ein Kaninchendraht vor, damit ich da eine gute Lüftung habe. Und das Ganze wird auch noch lüftungsmäßig quasi hier in dem Bereich bei den Türen, die hier reinkommen, dann nochmal mit Lüftungsschlitzen versehen sein. Ja, ich habe mal die Batterie eingebaut. Und was ich mir noch überlegen werde, ne, die Batterie ist hier noch relativ ja rutschig drin, und da überlege ich mir noch vielleicht sowas wie eine ja ein paar Schaumstoffplatten oder sowas, die ich noch über habe, hier reinzusetzen, und dann wackelt das auch nicht mehr hin und her. Ja, und auf der Vorderseite gibt es noch ein Bedienteil mit entsprechenderweise einem, ja, kann man hier sehen, noch nicht eingestellten Batteriemonitor für den Shunt, dann hier PV-In für den kleinen Smart Solar, dann PV-In für den etwas größeren Power Queen, hier nochmal zweimal USB, einmal als PD mit zweimal 45 Watt, und hier einmal ja nochmal Power Distribution und Quick Charge 3.0, damit man da zur Not auch mal das Ding ja als Notstromoption nutzen kann. Das hier ist der, das Teil für den Wechselrichter, das ja die Fernbedienungsdisplay, und der fährt auch langsam hoch, und ja, das ist doch ganz gut. Hier steht natürlich 13,5, hier 13,3, ein bisschen merkwürdig, ne? Aber so ist das nun mal. Gut, und hier sind dann noch mal 230 Volt Steckdosen, Spritzwasser geschützt. Naja, und auch wenn es noch nicht fertig ist, schließen wir hier mal zu Testzwecken ein kleines PV-Panel an. Also hier Anderson-Stecker rein und raus, funktioniert auch. Ich packe das jetzt einfach mal an den Victron-Laderegler. Ja, es steht da nicht so ganz optimal, aber Hauptsache, es kommt ein bisschen Strom rein. Ja, es wird geladen, wie ihr hier seht. Mal so mit, wenn die Sonne kommt, ist das noch mal schneller. 1,6 Ampere, 2 Ampere, gerade mal kurzfristig. Cool. Ja, und der weitere Clou von dem Teil ist, Abmaß ist 40 mal 60 Zentimeter, also Eurobox-Größe. Und daher passt das Teil natürlich dann auch super auf so ein Eurobox, ja, Rollenset. Und passt halt auch überall rein, wo man dieses 40 mal 60 Maß hat. Jo, Gerät ist fertig. Ich habe nochmal hier, ja, die beiden Duallader von Einhell hier oben drauf gespackst, so ein bisschen. Dann gibt es hier hinten ja für die Klappe, damit man an die Sachen rankommt, so Verschlussdinger, vier Stück. Der ist ein bisschen schief angebracht, da. Und dann gibt es hier vorne noch Halterungen für die Einhell-Akkus. Die kommen hier, ja, aus dem 3D-Drucker. Da kommen noch ein paar mehr hin. Vielleicht auch noch so hier an die Seite oder so. Da muss ich noch mal gucken. Aber generell passt das so. Ja, und den Shunt hier, beziehungsweise diesen Batteriecomputer, wie man das auch nennt, den, ja, der Akku ist voll. Das heißt also, das Ding steht auf 100%. Jetzt zeigt er auch an, natürlich den aktuellen Verbrauch, weil der Wechselrichter an ist und hier das, was noch im Akku steckt. Und ich kann hier auch
die Spannung anzeigen lassen. Also ganz normaler, günstiger Batteriecomputer, verlinke ich euch von AliExpress. Ja, dann können wir mal hier den Stecker ziehen. PV kommt eh nicht viel rein. Und das Ding muss wieder zurück ins Gartenhäuschen. Und damit diese Anderson-Stecker hier beim Transport oder wenn sie nicht genutzt werden, halt nicht kaputt gehen oder so, habe ich mir gedacht, ich druck mir hier mal so ein paar Kappen und die verlinke ich euch auch. Bei Thingiverse gibt es die, kann man sich dann runterladen und selber drucken. Ja, und dann stöpseln wir mal die beiden Power Queen Panel ein. Das ist hier der Eingang für 100 Volt. Und na toll. Okay, ich verlinke euch die Sachen mal nicht, weil mir ist gerade hier das Ding abgebrochen. Na klasse. Naja, es wäre ja doof, wenn wir dafür keine Lösung hätten. Genau, einfach mit einer Schraube rein. Dreh die so ein bisschen rein und dann mit Glück kann ich das rausziehen. Schwein gehabt. So, jetzt aber Stecker rein da. Mal gucken, ob da noch ein bisschen geladen wird. Na, gerade nicht. Doch, jetzt. Also 1,3 Ampere. Gehen noch rein, ja, das ist doch okay. Ja, Powerstation damit erstmal fertig. Ich glaube, ich werde trotzdem hier bei dem, der nicht abgebrochen ist, das Ding wieder reinstecken. Vorsichtig. Und die Sachen, das ist jetzt in PLA gedruckt, nochmal in ABS drucken. Außerdem hatte ich hier, wie man sieht, ne, so einen kleinen Fehler und da ist es auch abgebrochen. Da hat sich nämlich die PLA-Spule verhakt ein wenig. Ja, gut. Ja, das Ganze hat ein wenig länger gedauert, aber Ziel erfüllt. Den ganzen Rummel da, den ich da hatte, ein wenig aufgeräumt. Und so sind die elektrischen Sachen noch etwas besser und sicherer verpackt. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn dich die Artikel interessieren, die ich da verbaut habe, also ne, die Batterien, den Wechselrichter, den MPPT-Lader von Power Queen und so, dann schau doch mal in die Videobeschreibung, weil da verlinke ich dir alles, was ich da genutzt habe. Und wenn du möchtest, lass mir ein Abo da, würde mich sehr freuen. Dann bis zum nächsten Video. Danke dir fürs Zuschauen. Tschüss.